Wo wohnt er denn? Dann machst du dir jetzt noch Gedanken drüber, Kollege? Wo wohnt der Fick denn immer? War das hier dieses Dings, wo wir das erste Mal aufgewacht sind? Ah, Decke, hallo. Guten Abend, Anne. Das Bett ist bereit für dich. Du musst betäubt sein. Ich bin. Danke, Blanket. Nee, hier gibt's nichts mehr. Sweet dreams, Anne. Blanket? Erzähl mir vom Äther, Rega. Komm, erzähl mir vom Äther. What do you remember from your life in the Aether? It's a strange thing. You don't remember your life up there until you arrive here. What do you mean? I remember being there. I remember being wrapped around you. I remember your mother. But I was not really there. Oh. I'm the luckiest forgotling here, you know. Oh. I'm already with my owner. I like that. Me too. See you tomorrow, Blanket. Good night, Anne. I cannot believe I have to adjust this again. You're growing so fast. I want to be this big. Oh, you will. Just one more adjustment, and your arca is ready again. Why do I have to wear that? Because you are very, very special, Anne. We'll always be together, right? Of course. Time to get up, Blanket. Blanket? My blanket. Oh, nein. Morning, Anne. Ready to go? What's wrong? Oh. Are you all right? Nee, überhaupt nicht. Mädchen, du bist rot traurig. Why did this have to happen? She was old. It was her time. I had such a good talk with her last night. About the Aether. I'll have someone move her to the memorial. Thank you. Well, let's go then. Gut, dass ich gesagt habe, sie soll sich da unterhalten. Ansonsten wäre sie jetzt ganz schön am Boden zerstört. Neuer Tagebucheintrag. Ich habe von Bonku geträumt. Er war klein und er passte das Arca und die Größe meiner Hand an. Ich hatte es, seit ich denken kann, aber ich wusste immer, dass es kein Teil von mir ist. Als ich aufwachte, war Decke im Schlaf zu Kristall geworden. Sie war so alt wie ich, wirkt aber viel älter. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit mit dir verbringen können. Ohne das Arca wären wir vielleicht zusammengegangen. Na, dass das Kristallisieren bei dir ein schönes Pfund ist. Mino, bin ich hier schon wieder falsch? Wo muss ich denn hin? Over here, Anne. We'll take this lift up. Moment, hätte ich da geradeaus weitergehen können? Bulb will to scrappers to gather his group. Once we turn off Banku's security system, they'll blow the tower ground wall. Which way do you suggest we take? If we want to keep out of Banku's way, we have to take the lower streets. You know the lower streets aren't safe. We'll make it. Jetzt geh einfach weiter. Ich will meine. Oh. Man muss echt aufpassen, was für Sticker-Apps man sich runterlädt für WhatsApp. Gucken wir jetzt alles an hier. Let's go through here. Let's go. Alle, hopp.
Korean. Uh-oh. I sense lost pieces. Ja, und was machst du jetzt? I can operate the crane if you give it power. Wo ist denn der Kran? Ach da. Ja, und nun? Warte mal, dieses Ding da ist dann mit der Kransteuerung verbunden? Ja, drehen wir das einfach mal. Jetzt, wenn ich den hier drücke. So, jetzt habe ich Teile auf beiden Seiten. Habe ich ja gut gemacht. Warte mal, das ist es doch, oder nicht? Genau, jetzt sind die nämlich auf mir. Mache ich das Licht an? Jetzt sind die auf der Seite. Okay. Kannst du den jetzt runterrissen? Ja, klar. Die stehen ja voll auf. So, ich bin drin. Was ist mit Fick? Good teamwork. Ja, ich hatte bis zum Ende nicht so wirklich Ahnung, was ich machen soll. So, ich habe also wieder kein Anima. War das hier hinter dem Theater? It's all chaos. Bunko made an appearance at the square. I heard that the rebel leader, Mr. Fig, has been killed. Don't listen to rumors. Last I heard, the enforcer herself was used to roaming about and threatening with Mr. Fig. It's better if we don't take sides in this war. Well, we'll have to do it. I've been here before. Yeah, the engineer called Daisy lives here. She was designing a rocket last time I spoke to her. Come on, there's an exit at the top of the staircase. Ja, das Raketenpass. No, we can't get through here. I wonder if Banku caused this mess. We could probably climb Daisy's rocket and get out that way. The rocket das war schon mit gone. Flügeln, scheiße. I guess she finally launched it. Flying to the ether. Is that even possible? I guess we'll never know. And now we have to find another way to get out. What's that? Man!
cross pieces and a petrol. Get off me, please. Help me, Anne. I can't. What's happening, Anne? They're helping us. Okay, was tut ihr? Hui! Why are you thanking them? They almost devoured us. Don't you see? They're not lost pieces anymore. Well, how nice for them. Bye, take care! All right, can we move on now, please? He's so herzensgut. At least we're safe now. Let's hope they find some peace. You have some powerful friends, Anne. I'm not sure. Must have been the caretaker. Remember the last time we were here? Don't remind me. It wasn't that long ago. Feels like another life. Come on, follow me. Neuer Tagebucheintrag. Teil von etwas Größerem zu sein, mehr wollten die verlorenen Teile gar nicht. Ein Ganzes bilden. Wir waren so dankbar, als ich sie zusammengesetzt hatte, dass sie Fick und mich emporgehoben haben. Allein der Gedanke, dass wir ihr Leben die ganze Zeit hätten verändern können. Stattdessen haben wir sie ignoriert und in den unteren Straßen leiden lassen. Diese Kritik immer. You haven't met a belt before. You're a rebel and rebels are... We're freedom fighters. I want you off the streets. Who cares what you want? Yeah, you don't fool us. Sounds like you've been hit on the head a few too many times. All I want is to get back to the ether, feel a foot again. All you want is to destroy my dream. And that's all it is. A dream. Take that back, or... Or what? Or I'll distill you. You think this isn't a real depleter? You do it. You're a forgotten boot. A single boot. Your owner probably dumped you in the trash pile. Don't talk that way about my owner. No one cares about your owner. VTF. Keep going. We sure showed them. Stupid, useless rebel. What a pointless loss. That was me. That boot. Me. Not anymore. Come on, we need to move on. I can revive her. I just have to find a way down there. Anne. I can bring her back, Vic. Are you ready to distill two forgotlings to revive one? You're right. We better move on then. So, what is the plan? Getting inside the tower is not a problem. There's a secret entrance from my house. We still need to get past security at two stations, not to mention that lunatic gun forgotling. Chief Inspector Magnum, I can handle him. We'll pretend you're my prisoner and he'll let us in, no questions asked. Of course, the gun nut will just let us straight through. Will you trust me for once? I think you owe me that. All right, fill me in on the details, please. If I told you now, you'd refuse to go. Very encouraging. Wie hatten wir das mit dem Schuh gelöst? Wir hatten da den Monitor, hatten wir destilliert, ne? Right behind you. Muss ich drüber springen? Ja. Hi, it's the Enforcer and Rebel Leader outside. Move it, I want you too. Oh, da unten blinkt was. Oh. Sure what they're doing. Hey, Billy, go back to your room now. Could you help me up here? Ein Erinnerungsstück. Was haben wir denn da? Handle jetzt. De Bonko hat unsere Stadt gestohlen. Schließ dich deinen Brüdern und Schwestern bei den Vergessenen an. Zeig heute Abend im Scrapers, dass du das skrupellose Bonko-Regime bist. Gegen das Regime, ja. Vertreter der Freiheitskämpfer werden anwesend sein und rekrutieren. Werde einer von uns. Befreie unsere Stadt. Befreie dich selbst. Ja, Regime. Da hat das geschrieben. Ich sag's doch die ganze Zeit. So, hier, Zuckerpuppe. Na, hilf mir mal. Ja. Wieso gehe ich rauf? Ich habe doch gar nicht rauf gedrückt. Die Tücken eines Analogsticks in einer... Ups. Zweidimensionalen Welt. Hm.
Ja, gut, dass du gesagt hast, ich bin direkt hinter dir. Nee, verdammt, ich will doch nach rechts springen, ne? Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Na, egal. Das war cool. Ach so. Lee! Don't act so innocent. You distilled our friend. I did my job. The Enforcer! Oh, that settles it. I'm doing it now. Wait! Wait! Norman? I just did what the Enforcer would have done. Oh, no. Have you forgotten how she inspired us? She didn't distill the shoe or mop. I guess she didn't distill any forgotlings, now I think about it. Stop being such a pinhead. That Estella has driven you mad with power. Excuse me? That walkie-talkie got what he deserved. Quiet! What do you think about this walkie-talkie business? You could influence it, you know. Wir beleben den wieder, aber sowas von. Wir sind jetzt auf einem anderen Pfad. I think I have an idea. I can revive that walkie-talkie if you want me to. Well, maybe that's not such a great idea now I think about it. She can't revive him. The Arca doesn't work that way. It does now. If that's true, maybe we shouldn't revive him. After all, he did distill one of our own. Niemand verliert es, destilliert zu werden. Ihr verliert es, meine. Ich werde ihn nicht wiederbeleben? Nee, wir beleben ihn wieder. Ich setze mich jetzt durch mal, ausnahmsweise in diesem Spiel. Keine Ahnung, wofür diese Energie gut ist, aber sie wird die einzige Verbindung eines Leuchtturmwärters mit dem Festland. Oha, und das hat er verloren. What just happened? Not sure. Let's go. Nobody should really be wielding this power of their life. Dieses Spiel macht mich fertig. Ich habe das Walkie-Talkie nicht wiederbelebt, weil ich wusste, sondern weil ich das Gefühl hatte, dass es das Richtige war. Er hat einen unfairen Prozess von dem Farbroller bekommen, aus meiner Sicht etwas zu schießwürdig geworden war. Leider destillierte das Walkie-Talkie daraufhin einen der anderen Vergessenen und floh. In diesem Fall habe ich mich wohl geirrt. Manchmal will man etwas richtig machen und verschlimmert alles. Wir müssen uns jetzt auf den Weg zum Turm machen, um zu verhindern, dass noch weitere furchtbare Dinge passieren. Ah, zufällige Filmrolle, die so manches Bett schuf. Mehr Arca gibt's hier nicht, Anima. Chief Inspector Magnum has gone mad. He's detaining just about everyone he meets. Ever since he heard the Enforcer switch sides. Jump! I don't think I can make that jump. Come on, Anne. You can do it. Just aim for my hand. Da bricht doch das Gerüst weg, oder? Nö. Du sollst tausende von Entscheidungen treffen und irgendwie ist jede falsch. Ja, Bahnhof, ja.